Egal ob TikTok, Instagram und Co. Social Media ist für viele Jugendliche das Hauptmedium für Nachrichten geworden. Welche Erwartungen gibt es bei dieser Thematik an Schulen, Medien und Politik? Dieser Frage widmet sich der politische Donnerstag am Landvermann-Gymnasium. Florian Gallhoff ist dort Schülervertreter und auch er informiert sich über Social Media. Also ich konsumiere natürlich auch Social Media, aber auch die öffentlich-rechtlichen und generell Medien konsumiere ich auch. Aber das schon fast, da bin ich schon eher die Ausnahme. Also viele, die ich kenne, konsumieren Nachrichten auch nur noch über TikTok und Instagram. Schnelle und kurze Nachrichtenwiedergabe. In Zeiten von Schnelllebigkeit und einer immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne ist das ideal. Doch die Sache hat einen Haken. Viele Informationen, darunter auch Falschinformationen, landen ungefiltert auf den Endgeräten der Schülerinnen und Schüler. Natürlich, also man muss immer aufpassen, wo die Nachrichten herkommen. Also man bekommt schnell mit, wo dann Fakten gesprochen wird, aber dann im Hintergrund schnell mal so eine Meinung dazwischen kommt und das artet sehr schnell aus und da muss man wirklich aufpassen, was man da konsumiert und ob man dem Glauben schenken kann. Genau diese Thematik kritisiert auch Lamia Kador, Duisburger Bundestagsabgeordnete der Grünen. Auch wenn sie grundlegend keine Einwände gegen Kurznachrichten auf Social Media hat, seien solche Meldungen mit Vorsicht zu genießen. Das ist die andere Seite der Medaille, dass eben durch diese kurze und knappe Zeichenzahl im Grunde genommen und durch diese Schnelllebigkeit schnell die Gefahr läuft, dass da eben nicht faktenbasiert berichtet wird und eben deshalb Desinformationen, also Fake News gestreut werden. Das ist eben die andere Seite der Medaille. Das heißt, es kommt auf den User an oder die Userin, das filtern zu können, das bewerten zu können. Ist das jetzt echt oder ist das vielleicht durch künstliche Intelligenz irgendwie generiert oder ist das tatsächlich unecht und total fake? Um solche Nachrichten besser auseinanderhalten zu können, brauche es echte Räume und nicht nur virtuelle, um sich über politische Themen und aktuelle Weltgeschehnisse austauschen zu können. Gerade als Politiklehrer sieht sich Pascal Druschke daher in der Verantwortung, seinen Schülern ein Forum zum Austausch zur Verfügung zu stellen. Also eben halt auch über den Unterrichtsthemen eben hinaus immer Gesprächsbedarf eben halt, wenn Schüler Gesprächsbedarf eben halt anmelden, das eben halt auch genug zu wertschätzen, also genug zu würdigen. Heißt eben halt auch, wenn eben halt dann Schülerinnen und Schüler zu mir ankommen und sagen so, Herr Druschke, wir möchten eben halt über ein gewisses Problem eben halt reden, sei es Nahostkonflikt, sei es eben halt aber auch Treffen, wo eben halt AfD-Mitglieder eben halt beteiligt waren, eben halt in Potsdam, dann muss man eben halt auch den Schüler und Schülerinnen Gelegenheit geben, darüber eben halt zu reden und eben halt auch sie eben halt auch vernünftig zu informieren und eben halt doch bestärken, sich weitere Informationen eben halt zu holen, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Auch Schülervertreter Florian Gallhoff findet solche Möglichkeiten wichtig. Er sieht allerdings auch einen weiteren ganz wichtigen Punkt in der Verantwortung des Schulsystems. Das Stichwort lautet Medienkompetenz. Also Medienkompetenz ist die Fähigkeit, die es in diesen Jahren und in der Zukunft brauchen wird. Und das ist, finde ich, also mit an oberster Stelle für das Schulsystem, dass das mehr gelehrt wird, weil das wird die Zukunft und die Jugend weiter gestalten, weil das ist die Fähigkeit, die gelehrt werden muss, damit man sich in diesen Zeiten richtig informieren kann, weil bei diesen Millionen von Quellen ist das wirklich schwierig und das muss man gelehrt bekommen. Als erster Schritt zählen dazu sicherlich Veranstaltungen wie diese, der direkte Austausch mit Medien, Politik und Schule. Und ganz wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern selbst.